keine Partei in Europa, die so alt ist und ich sage auch, die so erfolgreich das Leben der Menschen verbessert hat. Und da gibt es ganz viel, was wir aus unserer Geschichte ziehen können. Und mir gibt das zumindest ganz viel Kraft, auch wenn ich zugebe, dass ich nicht jeden Abend mit den Geschichtsbüchern dann sitze auf dem Sofa. Die Zeit fehlt manchmal. Ich muss nur den Namen Otto Wels sagen und alle wissen sozusagen, welche Ehrfurcht man vor sozialdemokratischer Geschichte hat. Also ich sitze ja nun in diesem Reichstagsgebäude auch und ich habe ein manches Mal, Rascha, ich weiß nicht, wie dir das geht, ja, wenn man da sitzt und denkt, okay, hier haben diese Debatten stattgefunden, haben, hier sind diese Worte gesprochen worden, hier wussten die Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion, was das bedeutet, gegen das Ermächtigungsgesetz zu stimmen, rauszugehen, zu wissen, dass man dann nicht mehr sicher ist, dass man verfolgt wird, dass man umgebracht wird, dass man gefoltert wird. Also das, ich meine, wir sitzen heute auch und führen aus unserer Sicht total wichtige Debatten und es sind wichtige Debatten auch, das darf man gar nicht kleinreden, aber diese Ehrfurcht ist da und ich werde nie zulassen, dass diese Ehrfurcht verloren geht. Ich meine, das ist ein historisches Erbe, was wir hochhalten müssen, also jeder in der SPD hat Verantwortung, finde ich, das hochzuhalten, aber wir als Vorsitzende umso mehr. Natürlich höre ich auch häufig, lese ich mal, ah, früher hatten die noch so Leute wie Brandt und so da an der Spitze der SPD und jetzt sind da Klingbeil und Esken und so, aber kannst du auch drüber lachen, weil heute ist die Zeit anders und ich meine, wir haben auch dafür gesorgt, dass es einen Bundeskanzler gibt, wieder der Sozialdemokratie und das zeigt, so schlecht machen wir das ja gar nicht an der Spitze der SPD. Aber ich sage euch halt auch, mit dem Politikstil von Willy Brandt oder von Helmut Schmidt oder von anderen kommst du heute im Jahr 2023 vielleicht auch nicht mehr durch und das würde heute auch nicht mehr funktionieren. Insofern ist gut, dass wir so eine tolle Geschichte haben, aber es ist jetzt auch gut, dass wir andere haben und weil Rascha neben mir sitzt, will ich das mal sagen. Ich bin nach wie vor echt stolz wie den, ich bin einfach stolz, ja. Das gibt ja manche Namen, die man nicht mehr sagen darf in der SPD, aber ich bin stolz drauf, wenn ich da in die Bundestagsfraktion gucke und da sitzen jetzt mittlerweile 51 junge Abgeordnete. Das ist Wahnsinn. Wir sind die jüngste und diverseste und bunt aufgestellteste Truppe da und die größte Truppe im Deutschen Bundestag. Und die werden ja nochmal ganz anders Politik machen wie wir. Und mein Wunsch ist einfach nur, dass wir, wenn wir auf der Höhe der Zeit sind, nie vergessen, was uns dahin gebracht hat. Und das sind diese 160 Jahre, über die wir gestern, heute und morgen hier reden und hoffentlich immer reden. Aber wir sind jetzt in der Aufgabe, Politik heute zu machen und für heute und für morgen zu machen. Und da darf man nicht in die Rituale der Vergangenheit zurückfallen. Wir müssen das eigenständig machen heute. Manchmal sind wir vielleicht nicht die schrillste und lauteste Partei, aber wir haben es immer geschafft, Brücken zu bauen in dieser Gesellschaft. Und das hat am Ende dazu geführt, dass viele, viele Menschen eine Notwendigkeit gesehen haben für eine starke Sozialdemokratie. Und das hat uns ja auch stark gemacht. Sozialdemokratische Modernisierungs- und Reformpolitik muss immer wieder neu ein Angebot, eine Einladung an das Ganze der Gesellschaft formulieren. Mit dem Blick auf die Unterschiedlichkeit der Themen und ihren inneren Zusammenhang. Die SPD kann und darf keine Klientelpartei sein. Es wäre ein Fehlschluss zu glauben, in der modernen fragmentierten Gesellschaft müsste die SPD nur möglichst viele Minderheiten bedienen, um eine Mehrheit zu gewinnen. Das ist ein Zitat vom amtierenden Parteivorsitzenden der SPD in Nordrhein-Westfalen, Mark Herter. Ich glaube, er hat recht. Ein Gesamtangebot. Es ist sehr viel, und das sage ich mit großem Respekt vor den jetzt handelnden Politikern unserer Partei, es ist sehr viel, was sozialdemokratische Politik heute für uns und mit uns Bürgern zu bearbeiten und zu lösen hat und was zu bewältigen ist. Dabei helfen apokalyptische Dramatisierungen wohl nicht, so verständlich sie sein mögen. Vielmehr muss es um Lösungsvorschläge gehen, um die Diskussion von konstruktiven Alternativen, die auf Verwirklichung zielen, auf Verwirklichbarkeit zielen, auf die Lösbarkeit von Problemen, die eben Hoffnung vermitteln, statt Ängste zu verbreiten und Unsicherheit und Abwehr. Nicht nur Notwendigkeiten gilt es zu beschwören, die auch, sondern zeigen, was möglich ist, im Großen wie im Kleinen. Die Zeitenwende ist, ich füge das kleine Wörtchen an, hoffentlich, die Zeitenwende ist keine Endzeit, wie die letzte Generation beschwört. Sie ist allerdings eben auch keine Zeit der Wunder, sondern eine Zeit für energisches Handeln.
Sozialdemokratische Reformpolitik bleibt notwendig. Die Geschichte der Sozialdemokratie ist, auch das will ich natürlich sagen, noch lange nicht zu Ende, im Gegenteil. Über die SPD sprechen kann ich jetzt mit Professor Emanuel Richter, Politologe an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Einst war die SPD mitgliederstark, sehr mitgliederstark sogar. Jetzt schrumpfen die Zahlen bei der Partei von Kurt Schumacher, Annemarie Renger und Willy Brandt, um nur drei zu nennen. Sind Ihre Inhalte etwa obsolet geworden oder hat die SPD ein Vertrauensproblem? Also ich glaube, die Inhalte sind überhaupt nicht obsolet geworden, denn die soziale Frage, um die herum sich die SPD einstmals gegründet hatte, die ist immer noch da, mit vielen anderen Inhalten als vor 160 Jahren. Aber es gibt ganz viele soziale Verwerfungen. Nehmen wir das ganz aktuelle, das Gebäudeenergiegesetz, wo eben sich abzeichnet, dass man für bestimmte soziale Härten etwas erfinden muss, was eben diese abmildert. Also das heißt, soziale Verwerfungen gibt es in unseren Gesellschaften vielfach, immer wieder neu, an allen möglichen aktuellen Themen machen die sich fest. Und dafür steht eigentlich die SPD mit ihrer Tradition. Also insofern denke ich, muss sie das weiter ganz eng im Blick halten. Und das unterscheidet sie vielleicht eben auch von den Grünen. Und das unterscheidet sie auch natürlich von liberalen und konservativen Parteien. Also insofern gibt es durchaus noch eine Profilierung. Aber wir sehen übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in ganz vielen Ländern in der Welt, nicht nur in Europa, dass sozialdemokratische, sozialistische Parteien große Schwierigkeiten haben, ihr Profil zu wahren und große Stimmenanteile zu generieren. Das heißt also, die Sozialdemokratie ist weltweit in einer schwierigen Lage. Sie haben die Marktwirtschaft angesprochen, die soziale Marktwirtschaft, der sich eigentlich Deutschland verschrieben hat, die aber augenscheinlich immer mehr ausgehöhlt wird. Sie haben auch das angesprochen. Was könnte die SPD tun, um sich da stärker noch mal zu profilieren? Denn irgendwie ist dieses Profil nicht so klar erkennbar. Ja, das ist nicht so ganz einfach. Also im Moment stehen ja überall bei uns in Deutschland insbesondere Fragen der Ökologie im Vordergrund. Und das scheint ja zunächst einmal die Domäne der Grünen zu sein. Aber ökologische Politik muss eben sozial verträglich gemacht werden. Das heißt also, da sind Abfederungen für die vielen sozial Schwachen vorzusehen. Und wir sehen es eben in der Arbeitsmarktpolitik. Es gibt Niedriglohn, Sektoren. Es gibt prekäre Beschäftigung, das heißt also eine langfristige Arbeitslosigkeit, die dann wieder mal mit einem Arbeitsverhältnis unterbrochen wird. Also es gibt immer wieder neue Problemfelder, um die sich die Sozialdemokratie gemäß ihrer Tradition zu kümmern hat. Also insofern kommen da viele Dinge, die bislang nicht richtig gelöst worden sind, immer wieder neu auf den Tisch. Und das Ganze vor dem Hintergrund auch von Migrationsgesellschaften, das heißt über Einwanderung, gibt es eine Reihe von Integrationsproblemen und sozialen Fragen. Und die müssen natürlich gelöst und geklärt werden. Und das ist eigentlich das Aufgabenfeld der Sozialdemokratie. Jetzt stellt die SPD den Kanzler, drei Ministerpräsidentinnen, und doch konnten sich SPD-Regierungschefs nie so lange halten wie die der CDU, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Woran machen Sie das fest? Woran liegt das? Also das ist, glaube ich, ein Zufall der Geschichte und der Wahlergebnisse. Also insofern kann man nicht sagen, dass die Sozialdemokratie nicht fähig ist, längerfristig zu regieren. Sie war ja in vielen Koalitionsregierungen dabei. Schauen wir, was jetzt aus dieser Ampelkoalition unter SPD-Führung wird. Ich könnte mir vorstellen, das wird sich mindestens noch über eine Legislaturperiode fortsetzen, wenn keine größeren Katastrophen passieren. Und dann würde das sozialdemokratische Zeitalter, das ja als beendet erklärt worden ist im letzten Jahrhundert, das würde dann vielleicht noch mal ein bisschen wieder aufleben im 21. Jahrhundert. Vielen Dank, Professor Emanuel Richter von der RWTH Aachen, für Ihre Expertise und das Gespräch. Gerne.